Wie viel Level gibt es eigentlich nochmal? Album. So. Oh nein! Album. Tiffic. Ich weiß nicht. Level 1, 2, 3, 4, 5. So. Okay. Oh Gott, das ist. Oh, Leute. Packen wir schon mal das lebende Tier ganz. Ja, Lebensabschnitte, ja. Packen wir das Tier ganz oben hin, damit wir es auch ja vergessen. Hier ist ein Würfel zum Spielen. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Dahin. Ich nehme an, dass das Kind, hä? Jetzt. Diese Hantel, ne? Game Boy Advance, super gut. So ein Zeichentablet hätte ich aber auch gerne, ne? Muss ich sagen, manchmal schade. Einerseits, dass ich mir ein normales Tablet geholt habe. Normales Tablet. Und, aber andererseits finde ich es auch gar nicht so schlimm. So. So, das Schwein. Das hat jetzt einen Bauch offen. Oh nein. Schade. Oh. Schön. Ein vergessenes Poster gerettet. Gut. So. So. Was war denn das? Aufmachen kann man die Sachen leider nicht, ne? Ich freue mich schon so sehr drauf auf die neue Wohnung dann, ne? Rom, wie groß ist denn deine neue Wohnung? Ist sie ein bisschen größer? Hast du dann für dich ein bisschen mehr Platz? Eigentlich? Hoffentlich, hä? Kubikmeter? Spaß. So. Quadrat, ja. Hä, der hat einen Hintern? Guck mal, der hat einen Hintern. Der hat Pobacken. Hat der, warte. Hat der auch Pobacken? Nee, nur der Kleine hat Pobacken. Ja, das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Pain.
ist natürlich sehr praktisch. So, dann machen wir es mal ganz kurz ein bisschen anders. Ja, ist dann immer so eine Sache, ne? Das komische Pony kommt hier in die Huhnfamilie, kommt hoch. Da kriegt man dann eigentlich ein Achievement, wenn man die Reihe nach aufstellt. Nee, leider nicht. Das wäre so gut gewesen. Dazu vor dem Pack wirst du erstmal alles aus. So. So. Oh. So. So. Jetzt machen wir das hier. Jetzt machen wir das hier nochmal mit dem Quadrat. Das machen wir hier hin. Das Buch und das. Ich bin nicht ganz bei mir. Der Raum ist quer heute leider etwas durch. Leider etwas durch, aber gut. Kommt auch mal beim besten Raum vor. Ne? Machen wir es so, kommt der in der Mitte. Aber das ist ein eigenes Haus, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel Platz gern hätte. Man hat ja, ich habe ja schon genügend Horrorfilme gesehen, dass ein eigenes Haus haben keine Vorteile bringt. Das macht keinen Sinn. Glaube ich nicht. Man findet sie schon. So. Dann machen wir hier den Spielspaß mal kurz zur Seite. Die Kassetten, glaube ich, ne? Könnten wir auch nochmal hier hin machen. Dafür die Karte da rein. So. Die gute alte Lavalampe. Crazy. Keine Veränderung. Hast du da kein IKEA-Regal dann hinter dir? Wieder. Was ist das? Medipack. So, erst mal hier alles auspacken, Leute. Tiegelchen, Tablettchen und so. So, machen wir hier. So. Oh, verrückt, dass man
einfach spielt, dass man umzieht. Verrückt. Das stimmt. Zack, Veränderung. So. Ah, das kommt hier oben hin. Zahnpasta. So, Leute, erstmal hier alles auspacken, ne? Das kommt hier hin. Das ist weg. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Das Tiegelchen kommt hier hin. Aber bei mir wird's man definitiv sehen. Da, bei mir wird man es definitiv sehen. Hier hinten rumherum. Ich versuche dann jetzt auch nochmal eine angenehme Hintergrundaufbau dann zu haben. Dass er nicht so nach frisch umgezogen aussieht. Was auch immer das ist. Ach, Rückenschmerzsachen. Hinwerfen. Cool. Da kann ich noch mal ein bisschen damit im Hintergrund bei mir jetzt ein bisschen rumspielen. Oh, da freue ich mich auch schon so sehr drauf. Junge, Junge. Da, ja genau, wenn man das hier nicht mehr sieht, bin ich so froh, dass man die Bude nicht mehr sieht. Ich versuche es dann so zu bauen, dass es dann nicht mehr sichtbar ist, ne? Sondern nur so eine Ecke oder sowas, ne? Ja, oh Gott, ne? Wir werden sehen. Ich meine, es würde auch reichen, wenn wir jetzt einfach nur, ich habe irgendwo mal gesehen, dass du auch ein Stück Stoff aufspannen kannst oder an die Wand heften kannst in irgendeiner Weise. Es reicht auch ein grüner Vorhang, ne? Und dann würde es dann auch klappen. Ne? An sich. Dass ich dann irgendwie einen grünen Vorhang an die Wand hänge oder so, oder ein grünes Papier. Das wäre auch eine Idee. Möglich. So, spielen wir mal ein bisschen weiter. So. Jetzt habe ich Hunger, ne? So, das müsste jetzt fertig sein, ne? Oder? So. Hä? Wieso ist das falsch? Du hast keine Dusche? Oder hast du so eine Duschwanne? So eine Duschbadewanne? Hä? Hä? Wieso ist das falsch? Ja. Das ist eine Möglichkeit. Spiegel. Nee. Ich habe nur zwei Zimmer. Bad.
Ah. Aha. Nein. Das wär's gewesen, ey. Großgrundbesitzer. Wie Django Unchained oder was? Ganz gleich das negativste Beispiel. Wie Django Unchained. Abgehoben. Und das Bett. Da geht's immer. Nein. Aber wohin denn mit dem blöden Bild? Ehrlich? Ach, Leute. Help! Logischerweise hätte ich das jetzt entweder hier unter das Kopfkissen als Erinnerung. Oder in einem Bilderrahmen oder in ein Buch rein. Hier rein geht's auch nicht. Ach, ein Mülleimer. Nein. Sind ja getrennt. Klo haben wir auch nicht. Pinnwand? Ja, Pinnwand hatte ich ja hier. Aber ist ja falsch. Es leuchtet auf. Leute. Das hier ist ja, scheinbar getrennt. Ach, verdammt. Wohin denn damit? Was ist das denn? Strange. Jetzt haben wir ein Buch übersehen, ich sehe so Fantasy-Bücher. Mit Memories oder so? Och, Mist. Hör doch auf, ehrlich. I don't get it. Leute, ich check es nicht. Wo soll denn dieses blöde Bild hin? Wir können jetzt nur hier hin. In die anderen Zimmer können wir gar nicht. Nur ins eine Nachbarbad und hier hin. Verstecken wir es mal. Ja, verstecken wir es mal. Sehr gut. So, nach der Trennung scheinen wir es jetzt wieder zu Hause nach Hause gekommen.
Leute.